Ja, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist, dass du eingeschalten hast bei einem neuen Video von mir für dich. Was würde dir dein Gegenüber sagen, wenn er sich trauen würde? Das schauen wir uns heute mal genauer an. Und ich mag dich noch mehr erinnern im Vorfeld, dass alle meine Legungen immer zeitlose Allgemeinlegungen sind. Das heißt, sie können auf dich zutreffen, sie müssen es aber nicht. Wenn dir also etwas, was ich sage hier, nicht gefällt, dann kannst du entweder weiterschalten, ein anderes Video von mir anklicken oder auch einen ganz anderen Kanal wählen. Wenn dich ein Thema besonders triggert, dann sei mir der Hinweis erlaubt, dass es oft genau dann ein Thema ist, das du dir vielleicht anschauen dürftest, wenn du das denn möchtest. Und ansonsten, ja, verstehe meine Legungen als Unterhaltung, als Input, als Impulse und nichts davon musst du nehmen, es ist einfach ein Geschenk und ich freue mich, wenn du da was rausziehen kannst und ansonsten, ja, verwirf es einfach. Ich spreche in der Regel aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut, weil ich einfach eine Frau bin und ich mir damit leichter tue. Ich versuche mir immer mehr das Wort Mensch anzugewöhnen oder Gegenüber. Es klappt noch nicht immer ganz. Mag sich bitte niemand ausgeschlossen fühlen, das ist nicht meine Intention. Und ja, ich halte es so, dass ich grundsätzlich vor jeder Legung immer meine geistige Führung bitte, mir die Worte in den Mund zu legen, die ich hier äußern soll. Das heißt, ich möchte nie irgendjemanden hier angreifen, persönlich beleidigen oder sonst irgendwas. Wie gesagt, wenn sich jemand angegriffen fühlt von dem, was ich sage, dann bitte schaut hin, warum euch dieses Thema triggert. Ja? Denn es ist nicht meine Intention, irgendjemandem was Böses zu tun. Im Gegenteil, ich möchte euch einfach eine andere Sicht auf die Dinge ermöglichen. Ich möchte euch helfen, dass ihr noch ein paar Impulse bekommt und vielleicht euch auch manche Dinge aus einer anderen Sicht sehen könnt. Ja? Und ich sage immer das, was da liegt. Das heißt, wenn der eine oder andere gerne hören würde, er kommt zurück, er steht morgen vor meiner Tür und will mich heiraten und es liegt hier nicht, dann werde ich es einfach auch nicht sagen. Und insofern bitte, 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 wenn ihr das Gefühl habt, dass ich hier zu klar bin, zu deutlich und vielleicht auch nicht das sage, was ihr gerne hören wollt, dann bin ich einfach die Falsche, dann ist es einfach nicht der richtige Kanal für dich. Ja? Okay, aber jetzt schauen wir mal. Also, was würde er dir sagen oder dein Gegenüber dir sagen, wenn es sich denn trauen würde? Ich gehe mal mit der Kamera nach unten. Ich habe heute, noch weiter, ich habe heute dabei das Golden Arten Wotaro. Und jetzt schauen wir erstmal, wer sich überhaupt hier zeigen mag. Schauen wir mal, wer kommt hier? Wer möchte meinen Zuschauern, meinen Zuschauerinnen etwas mitteilen? Ich möchte heute mal nur einen König oder eine Königin. Na, schauen wir mal. Nee. Tja, da ist ein König, ein Kelchkönig. Ein Kelchkönig möchte dir was mitteilen. Und bitte hier sei auch nochmal der Hinweis erlaubt. Ich spreche immer natürlich von dieser Energie in der männlichen Form, wenn hier der König liegt. Es kann aber natürlich hier auch sich jetzt um eine weibliche Energie, also um eine Frau handeln in einer sehr männlichen Energie. Auch das ist möglich. Also wenn du Mann bist, dann drehst du dir bitte um. Ich spreche jetzt hier davon, dass das hier ein Kelchkönig ist. Und der Kelchkönig ist eine männliche Energie, eine sehr liebevolle Energie, jemand, der offen und freundlich auf dich zugeht, der mit Komplimenten in der Regel auch nicht geizt. Der sehr schnell ein sehr offenes, vertrauensvolles Klima schaffen kann, wo man sich auch sehr schnell hingezogen fühlt, sind auch manchmal so Charmeure oder man sagt auch manchmal so diese Frauenversteher, ne, die
Die negativere Seite dran könnte sein, dass Kelchkönige auch manchmal Männer sind, die von Blume zu Blume fliegen, die, weil sie eben bei Frauen so gut ankommen, auch oftmals nicht lange bleiben, sondern schnell sich wieder nach was anderem umschauen, die auch gerne also von Frauen umgeben sind und da auch gerne baden, sage ich mal, ja, wenn sie jetzt auf einer Party sind oder so, dann auch oft umgeben sind von Frauen und das auch sehr genießen. Das heißt, hier musst du wirklich gucken, da kommt es immer drauf an, was kommen noch für Karten dazu, ob sich dieser Kelchkönig auch wirklich für dich, wenn du eine feste Partnerschaft haben möchtest und eben nicht mal eine Liebelei oder so etwas, weil der König der Kelche, der liebt einfach auch die Liebe, der liebt das Verliebtsein, ne? Und das impliziert eigentlich schon, dass er einfach nicht ewig bleibt, weil meistens ist das Verliebtsein ja nach 3 bis 6 Monaten vorbei, dann kommt es eben darauf an, ob man sich tatsächlich in richtige Liebe oder das, was ich unter Liebe verstehe, hineinentwickelt oder ob es einfach auf diesem schönen, häufig sehr von Hormonen geprägten Anfangsgefühl bleibt. Und wenn das dann vorbei ist, ja, dann ist er manchmal auch wieder weg. Deswegen sind häufig auch Beziehungen so nach 3 bis 6 Monaten, also wenn man es da überhaupt schon Beziehung nennen kann, aber Bekanntschaften, auch dann wieder Vergangenheit. Grundsätzlich aber eine sehr schöne, liebevolle und wohlwollende Energie. Damit du diesen Menschen noch besser erkennen kannst, vielleicht mal noch ein bisschen mehr zu seinem Charakter oder seinen Eigenschaften. Hier kommt der Stern. Die 6 der Münzen und die 5 der Kelche. Zeig es dir mal in die Kamera. Also es geht hier um einen Menschen, der meines Erachtens noch sehr auf einen Verlust schaut. Ja, die 5 der Kelche zeigen immer emotionalen Kummer an, emotionalen Mangel. Etwas scheint hier zu Ende gegangen zu sein und er hat noch nicht ganz damit abgeschlossen. Er ist noch in alten Gefühlen oder auch vielleicht in der Trauer, im Verlust hängend. Und es geht aber schon in Richtung Ausgleich, also es geht schon in Richtung Heilung. Der Stern steht für mich auch immer sehr für Heilung. Er ist allerdings noch ein bisschen zurückhaltend hier. Also ich könnte mir vorstellen, dass er sein volles Potenzial, also noch nicht ganz lebt als König der, oder momentan nicht lebt als König der Kelche. Kann sein, dass er sich dir gegenüber vielleicht noch ein bisschen zurückhaltend präsentiert hat. Und vielleicht auch aufgrund einer Situation kriege ich hier rein, die sehr in der Debalance war, diesmal mehr auf den Ausgleich achtet. Ja, vielleicht hat er zu viel gegeben beim letzten Mal und ein Gegenüber erwischt, das nur genommen hat und ist dann irgendwann mal zurückgeblieben damit. Hier achtet er jetzt mehr drauf, dass die Situation mit seinem Gegenüber hier ausgeglichener ist. Ja, also könnte sein, dass das hier ein Mensch ist, der dich nicht, wie es oftmals beim König der Kelche der Fall ist, dass er dich nicht überschwemmt mit Zuwendung, sondern dass er vorsichtig ist, dass es langsam angeht. Vielleicht noch ein bisschen mehr dazu. Wer ist dieser König der Kelche? Da kriegen wir die 7 der Münzen. Den Pagen der Stäbe und die 5 der Stäbe.
Also könnte gut sein, dass, was mir hier sofort kommt, dass er hier eine Konkurrenzsituation erlebt hat, bei der er sozusagen der Verlierer war, ne? Und er jetzt einfach ganz langsam macht, nicht mehr so schnell nach vorne prescht. Das ist das, was ich hier reingehe. Sein Selbstwert dürfte an der Situation, an der vergangenen Situation hier ein bisschen gelitten haben. Ja? Also vermutlich ist er hier, fünf der Stäbe steht ja auch immer ist für mich immer so die Karte der Konkurrenz. Ja, Konkurrenz kann auch Konflikte heißen, innerer Konflikt, äußerer Konflikt. Für mich kam hier sofort, schau einfach, ob du damit in Resonanz gehst, aber dass das ein Mann, vielleicht hat er ja was erzählt, ne? Für mich ist das ein Mann, der wahrscheinlich es mit einem Gegenüber zu tun hatte, die mehrere Kontakte hatte und er letztendlich, ja, das, was er hier gesät hatte, nicht mehr ernten konnte. Und das hat scheinbar seinem Selbstwert hier geschadet. Ich meine, wem schadet das nicht? In der Regel tut uns das allen nicht gut, wenn wir durch jemand anderen ersetzt werden. Na, das fühlt sich nie schön an. Für dich ist hier einfach wichtig zu wissen, er ist hier noch in diesem Prozess. Ja, das ist bei ihm noch nicht abgeschlossen. Er ist hier noch mittendrin. Aber auf dem Weg zur Heilung. Ist wichtig einfach zu wissen, weil oft verstehen wir ja nicht, also meine Kartenlegungen sollen ja auch dazu dienen, dass ihr euer Gegenüber besser versteht, ja? Und wenn der sich jetzt hier gegenüber zurückhaltend verhält, heißt das ja nicht, dass er dich nicht toll findet oder nicht mag oder nicht schätzt oder nicht mit dir weitergehen möchte, sondern das heißt hier jetzt ganz einfach, dass er aufgrund dieses Erlebnisses, das er hatte, momentan noch zurückhaltend ist und sich noch nicht so einlassen möchte, wie er es vielleicht sonst tun würde. Und das halte ich persönlich für gesund. Ich halte es nicht für gesund, wenn jemand eine Partnerschaft heute beendet hat und am nächsten Tag mit dem nächsten unterwegs ist, ja? Und sich schon wieder in das nächste schmeißt. Da frage ich mich als Mensch dann, hat er wirklich mich gemeint? Oder geht es ihm nur darum, jemanden zu haben? Und meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen, vor allen Dingen dann, wenn sie einfach emotional noch nicht wirklich frei sind, sondern in der Abhängigkeit sind, das heißt im Bedürftigkeitsmodus sind. Also ich muss jemanden haben, damit er mir meine Bedürfnisse erfüllt. Ne? Ich brauche ein Gegenüber, damit ich mich spüre, damit ich weiß, ob ich toll bin, wie ich bin, damit ich Zuwendung bekomme. Ja? Solange ich in diesem Modus bin, bin ich im Prinzip immer wieder in der Falle, dass ich jemanden an Land ziehe, der vielleicht gar nicht zu mir passt. Na, dann bin ich vielleicht auch zu schnell. Und ich sage es auch das immer wieder, auch wenn das der ein oder andere vielleicht nicht gerne hört, es ist auch eine Form der Missbräuchlichkeit. Ja? Da missbrauche ich den anderen für meine Bedürfnisse. Es ist keine gesunde und gute Ausgangslage, um eine Partnerschaft einzugehen. Also was der gute Boden ist für eine gesunde Partnerschaft, ist, wenn beide Partner ihre Altlasten bearbeitet haben, weitestgehend, und in der emotionalen Unabhängigkeit sind. Das heißt, in dieser Situation, dass ich sage, es ist schön, wenn jemand kommt, der zu mir passt und wir gemeinsam durchs Leben gehen können, aber wenn keiner kommt oder wenn es einfach nicht passt, dann bleibe ich lieber alleine. Weil dem anderen würde ich damit sonst ja vorgaukeln, dass er für mich perfekt ist, wenn ich mich mit ihm einlasse, aber letztendlich erfüllt er nicht das, was ich mir wünsche. Und passt da bitte auf, wie ihr da auch selber vorgeht. Ja, egal, ob ich jetzt hier dich als Mann oder als Frau anspreche, gute Partnerschaften werden von Menschen gebildet, die emotional unabhängig sind und sich wirklich für den anderen entscheiden. Und nicht nur jemanden haben wollen, der dann neben ihnen irgendeine Rolle übernimmt. So, jetzt schauen wir doch mal, was würde dir dieser Kelchkönig, ich nehme mal jetzt alle Karten wieder zurück, dieser Kelchkönig hier, was würde er dir sagen, gerne sagen, wenn er sich denn trauen würde?
Dann mische ich nochmal das Bedürfnis, nochmal ein bisschen besser zu mischen. Mal stärker durchzumischen. Was würde er dir gerne sagen, wenn er sich den Traum würde? Dann schauen wir doch mal. Die 10 der Schwerter. Ass der Stäbe, der Eremit, die 10 der Stäbe und die 2 der Schwerter. Wenn er sich trauen würde, dann würde er dir hier seine Geschichte erzählen. Dass er in diese 5 der Kelche kam. Das ist jetzt genau die Vermutung, die ich hatte. Also hier gab es ein Ende, ein sehr schmerzhaftes Ende. Ein Ende, das ihn wirklich komplett niedergestreckt hat. Ja, die 10 der Schwerter sind für mich die heftigste Karte hier bei den Schwertkarten. Das ist für mich eine Karte, die oft auch, also ich habe das auch tatsächlich so bei manchen Klienten, dass sich das auch wirklich oftmals körperlich auswirkt, ne? Dass hieraus sogar oftmals körperliche Symptomatiken entstehen können. Durch diesen immensen Schmerz des Verlusts kann hier sein, ich kriege so rein, als wenn es mehr oder weniger sehr überraschend passiert wäre, als hätte er nicht damit gerechnet. Vielleicht war es wirklich so, dass seine Partnerin ihn hier überraschend verlassen hat. Er hat lange gebraucht, das als Eremit sozusagen, der Eremit schaut da rein, ja. Er hat lange gebraucht, um das zu verarbeiten und sich bereit zu machen für eine neue Chance, ja, oder überhaupt einer neuen Liebe eine Chance zu geben. Ja. Er hat sehr viel an sich gearbeitet, er hat diese Situation sehr lange für sich gedreht, weil es ihn sehr, es hat ihn wirklich sehr, kriegt man wieder niedergestreckt. Er musste sich das anschauen, er hat die Situation mit seiner Lampe hier, hier mit seiner Lampe hat er die, sozusagen seinen Anteil, die Situation mit der anderen Person genau beleuchtet, damit er überhaupt jetzt erstmal wieder in dieses Gefühl kommen konnte, ich will eine neue Chance, ich will einer Beziehung eine neue Chance geben. Dennoch ist es für ihn immer noch eine starke Herausforderung. Sorry, mit dem Spiegel verkehrt komme ich überhaupt nicht klar. Das schafft mein Gehirn irgendwie nicht. Trotzdem scheint es für ihn noch eine sehr große Herausforderung zu sein, sich hier wieder komplett zu öffnen. Also er hat hier, der Klassiker ist ja, bei dieser Karte, diese Schwerter sind vor dem Herzen gekreuzt, er schützt sein Herz. Ich habe den Mond noch oben dabei, die sprechen auch noch von tiefen Ängsten, Sorgen, Befürchtungen und Zweifeln. Es ist jetzt hier nicht mehr der volle Mond, ne? Aber es gibt hier noch Reste und das möchte er dir hier gerne mitteilen. Also das ist im Prinzip ist es genau die Vermutung, die ich vorher hatte, dass der noch nicht aufmachen kann, wenn er sich dir gegenüber vielleicht zurückhaltend verhält, dann liegt es nicht daran, dass er dich nicht interessant findet, sondern es liegt daran, dass er hier
noch nicht wieder voll aufmachen will und kann. Und es lagen vorhin ja auch die 7 der Münzen da, das ist ja auch die Geduldskarte, das heißt, mit dem wirst du Geduld brauchen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, glaube ich, wenn du hier langsam vorgehst und dich von ihm führen lässt, also in seinem Tempo vorgehst, was ich sowieso immer für sehr richtig und gesund halte, wenn man einfach am Anfang langsam vorgeht, wenn man sich erstmal langsam aufeinander einlässt, sich kennenlernt, mit mehreren Treffen, mit mehreren kurzen Treffen auch am Anfang durchaus, ja, nicht immer gleich in Urlaub fahren miteinander, sondern erstmal schauen, mit wem habe ich es denn hier zu tun, dass der hier durchaus auch wieder aufmachen würde, ja. Aber momentan tut es nicht, er ist nicht ganz offen, aber es liegt meines Erachtens nicht an dir persönlich, sondern er ist generell momentan sehr vorsichtig unterwegs. Was würdest du denn gerne hier noch sagen? Meinem Zuschauer, meiner Zuschauerin, je nachdem, welche Energieseite es betrifft. Ah, da kommen die 4 der Münzen, die 3 der Stäbe, der Ritter der Schwerter, der Hierophant und der König der Stäbe. Das ist eine sehr schöne Aussage, weil auf der einen Seite, er sieht dich als sehr, also er fühlt sich sehr angezogen von dir. Er fühlt sich sehr angezogen von dir und er möchte dich auch festhalten, also im Sinne von kennenlernen hier. Ne? Er hat hier durchaus das Gefühl, dass es hier eine Zukunft geben könnte. Er schaut in die Zukunft auch wieder auf diese neue Chance. Ja? Er möchte in die Zukunft gehen mit einer neuen Liebe, mit einer neuen Partnerschaft, aber er möchte eben nicht nach vorne preschen, ne, da liegt der Eremit noch drauf, sondern er möchte es auch so ein bisschen dem Schicksal überlassen oder seiner Führung überlassen. Das kann man jetzt in mehreren Varianten deuten. Für mich ist der Hierophant immer auch so seiner inneren Führung folgen, ja, langsam vorgehen, dass er sich eben auch nicht wieder überfordert. Ne? Auch wenn er vielleicht sich sehr angezogen fühlt von dir, trotzdem nicht so schnell machen, damit er nicht wieder in diese alte Situation geht. Und ich finde das sehr, sehr passend und richtig. Also wenn dieser Mann dich tatsächlich interessiert, dann kann ich dir nur empfehlen, in seiner Geschwindigkeit hier mitzugehen. Ja? Ich sehe hier nicht, dass der hier irgendwie nur spielen will oder nichts Ernsthaftes im Sinn hat oder so, sondern dass er einfach aufgrund der gemachten Erfahrungen, die glaube ich jetzt nicht ganz frisch sind bei ihm, aber die immer noch in seinem System wirken, weil der Eremit ist keine kurzfristige Karte, ne? Also er scheint sich da schon länger damit zu beschäftigen, dass er hier durchaus es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ein guter Kandidat wäre. Ja? Also nichts forcieren. Was ich auch ganz schön finde, ist, ich habe jetzt hier, obwohl ja die Vermutung nahe liegt, dass er hier verlassen wurde, ich habe hier keine Eifersuchtsthematik hier liegen. Also das wäre jetzt ja meine Befürchtung bei einem Menschen, der es erlebt hat, dass er wegen einem anderen stehen gelassen worden ist, dass er sich dann vielleicht zu jemanden entwickelt, der sehr eifersüchtig ist. Das hätte ich jetzt hier nicht liegen. Ne? Ich könnte jetzt ja mal noch fragen, was dir denn die geistige Welt rät, wie du dich hier verhalten sollst, falls du mit diesem Mann hier weitergehen möchtest. Also ich vermute, dass es jemand ist, mit dem du in Kontakt bist, ja? Wo der Kontakt aber wahrscheinlich zögerlich ist.
ja, wo vielleicht, also der vielleicht nicht immer sofort antwortet oder der vielleicht auch immer wieder Zeit vergehen lässt bis zum nächsten Treffen und wo du vielleicht auch ein bisschen verunsichert bist. Ja? Will er jetzt was von mir oder nicht? Also er hat dir hier gesagt, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Und du kannst für dich ja jetzt schauen, okay, ist das für mich in Ordnung? Kann ich das nachvollziehen? Lasse ich mich da trotzdem weiter ein oder will ich sowas gar nicht? Ne? Aber wir schauen jetzt mal, was dir die geistige Welt da rät. Da haben wir den Pagen der Kelche. Da haben wir die drei der Schwerter. Naja, und wir haben den, schau mal, den König der Münzen. Also ich kriege jetzt hier zwei Möglichkeiten rein. Wenn du selber eine negative Erfahrung gemacht hast, weil die, na, ich bewege sie gerade hier, die drei der Schwerter liegen hier in der Mitte. Wenn du selbst schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht hast mit einem König der Münzen, na, der vielleicht dir gegenüber Ähnliches gemacht hat wie hier, dann glaube ich, kannst du dich hier gut in seine Situation einfühlen und dann macht es Sinn, wie der Page der Kelche hier einfach ja, langsam vorzugehen. Also dem vielleicht auch nicht sofort dein ganzes Herz ausschütten, dich vielleicht auch nicht gleich sofort komplett einzulassen, sondern wie ich gesagt habe, also wie eine Welle, ja, in einem bestimmten Rhythmus mit ihm mitzuschwingen. Ja? Wenn du aber selbst vielleicht noch in dieser Verletzung bist von einem Ehemaligen, dann gilt es ja auch darum, dich selbst zu heilen und auch dann macht es Sinn, hier langsam vorzugehen. Ja? Dass der König der Münzen hier erscheint, ist für mich ein Zeichen, dass es hier tatsächlich in was sehr Positives, Ernsthaftes gehen könnte. Ja? Also schau für dich einfach, ob du, also zu welcher Reisegruppe du jetzt da gehörst und ob du dieser Sache eine Chance geben willst. Es wird langsam gehen. Ne? Wenn du hier zu schnell zu viel reingibst, es lagen ja vorhin auch die Sechs der Münzen, dann kann es passieren, dass der hier vielleicht zurückschreckt und oder immer wieder dann auch in Rückzug geht, ne? Weil es ihm zu schnell wird. Der wird hier sicher die Führung übernehmen. Ja? Das ist mein Gefühl zu diesem Menschen. Er wird hier die Führung übernehmen, weil er sich gar nicht mehr so schnell auf etwas einlassen möchte. Der wird das Tempo hier vorgeben. Also ich finde es sehr gesund. Und ja, schau einfach, wie es weitergeht. Das heißt jetzt nicht, dass jedes Mal, wenn er dann anruft, du dann sofort zur Verfügung stehen musst. Ja? Das heißt es nicht, sondern das heißt nur, dass du, wenn er in Rückzug geht, dass du das nicht auf dich beziehen sollst, sondern dass du einfach verstehen sollst, woher es kommt. Ja? Dass der einfach dann erst auch mal wieder Zeit für sich braucht, vielleicht auch wieder erst mal reinspürt, was du ja auch alles tun kannst. Auch du darfst ja dich mit ihm treffen, wieder zu dir kommen, reinspüren, wie war dieses Treffen, war es angenehm, wie fühlt sich das an mit ihm, wie geht er mit mir um. Das darfst du ja auch alles. Ja? Also das, eine gleichberechtigte Partnerschaft, da dürfen beide auch gleichberechtigt schauen, ob es für ihn mit dem Gegenüber auch passend ist. Ja, ich würde es dabei gerne stehen lassen, bewenden lassen. Ich danke dir fürs Zuschauen, dass du wieder dabei warst. Ich freue mich, wenn du mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlässt und du mein Video teilst. Ich bedanke mich auch bei denen jetzt nochmal, da habe ich am Anfang heute nicht gemacht,
bei denen, die das sowieso regelmäßig machen. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen hier an dieser Stelle mit einer neuen Legung von mir für dich. Bis dann, mach's gut, ciao, ciao.